Warum ist das Auftanken so wichtig? Das Auftanken als Mensch. Ich hatte damals die Erkenntnis, dass meine Energie auftanken die Priorität Nummer eins sein muss. Wie kann ich mir einen Rahmen geben, dass ich überhaupt kontinuierlich dranbleiben kann? Ich habe irgendwann erkannt, dass in unserer Beziehung und auch mit anderen Menschen ich immer wieder mir die Energie klauen lasse und habe dann das Buch Die Prophezeiungen von Celestine gelesen, wo erklärt wird, dass jeder Streit dazu dient, die Energie aufzufüllen, weil man nicht verbunden ist mit der universellen Energie. Und das war damals so ein Aha-Effekt für mich, dass ich gesagt habe, ja genau, das ist es. Ich mache das jetzt anders. Ich meditiere jeden Abend mit Tai Chi und baue meine Energie auf. Und das habe ich dann konsequent gemacht, jeden Tag 20 Minuten für mich, Raum für mich genommen. Und das war so eine Befreiung, weil ich fing an, mein Herz zu spüren, Dankbarkeit zu spüren und auch das wahrzunehmen, wenn meine Energie wegfließt. Weil vorher habe ich das gar nicht gespürt. Das heißt, ich habe dann gespürt, ah, okay, jetzt kommt ein Streit, jetzt sinkt die Energie ab, jetzt stürze ich von 9, von einer Skala von 1 bis 10 zum Beispiel auf 6, 5, 4. Und der zweite wichtige Schritt, ich habe das dann konsequent stoppen gelernt. Und dann war ich so begeistert, das anderen beizubringen, aber habe festgestellt, diese Umsetzungskraft, die ich habe, die haben viele nicht. Ich habe dann auch noch überlegt, wie ich das in meinen Alltag einbauen kann. Und es hat mich immer genervt, dass ich so eine Stunde Weg zur Arbeit hatte und wieder zurück mit Bus und so. Und dann habe ich die Meditation auch auf dem Weg zur Arbeit eingebaut. Das heißt, ich bin dann, wenn ich zum Bahnhof gelaufen bin, habe ich die Sonne gegrüßt, den Wind, das Wasser und habe immer in mein Herz geatmet. Ich hatte auch eine Zeit lang eine Meditation, die ich im Bus hören konnte, die die Energie im Herzen aktiviert hat. Ich hatte dann auch noch ein Stück Weg, wo es an einem Bach entlang ging und an verschiedenen kraftvollen Pflanzen wie Beifuß und so. Dadurch, dass es jeden Tag war, unheimlich eine Kraft entwickelt, weil das wie so ein Ritual geworden ist und einfach eingebaut war im Alltag. Für mich war und ist auch das Buch Celestine ziemlich wichtig gewesen damals, wie ich angefangen habe, mit mir selbst zu arbeiten, Themen zu erkennen, Beziehungsthemen und auch, oder aber auch mit Natur. Das ist auch für mich ein Raum, um da mich aufzutanken. Also die Natur schenkt einem ziemlich vieles. Die Sonne, die Pflanzen, die Bäume und die Begegnungen auch da. Also ich muss da jetzt nicht mit jemand reden, aber dann diese Begrüßungen, das tat mir immer alles gut. Also auch Menschen, Tiere etc. Das war so einer der Schlüssel von mir. Was ich dann angefangen habe, zunächst mal unbewusst, ja, aufzutanken. Ja, nachdem ich halt immer mehr klarer hatte, dass es um mich geht und dass ich zulasse, dass ich von mir Energie geraubt wird und dass es wichtig ist, aus diesen Streits oder aus diesen negativen Energien frühzeitig rauszugehen. Allein das war ganz, ganz wichtig, den Ausstieg und zunächst mal einfach bewusst jetzt Dinge zu tun, also meditieren. Ja, ich mache es jetzt nicht so oft, wie es vielleicht sein sollte, könnte, aber das ist ein wesentlicher Punkt. Das andere für mich war,
das bewusste Gespräch, also eine Ressource, sage ich mittlerweile dazu, zu haben, einen Menschen, wo ich diese Erfahrung wiedergeben konnte und auch dadurch reflektieren kann. Das ist ganz wichtig und mir dadurch letztendlich auch so eine Auftankstelle bewusst geschaffen habe. Allein schon das Zuhören, jemand bitten, der einem einfach nur zuhört, wie es mir gerade geht, ist auch für mich was Wesentliches. Ungefähr Anfang 20, dass sich so zwei zentrale Themen gezeigt haben. Das eine ist wirklich schlimme Schmerzen während meiner Menstruation. Und das andere war meine Schlafstörung, die da so langsam begonnen hat. Und das waren zwei Sachen, mit denen ich erstmal klarkommen musste und mit denen ich erstmal so versucht habe, okay, wie kann ich das wegbekommen? Und das war jetzt ganz ziemlich lang eine Haltung von mir oder eine Art und Weise von mir, wie ich auf die Sachen zugegangen bin. Wie kann ich das weghaben? Wie kann das weggehen? Ich habe das dann mit natürlichen Mitteln versucht, also Pflanzenmedizin oder auch Meditation oder was auch immer es dann war oder Tanz. Aber irgendwie immer war es die Überlegung, okay, wie kann ich das wegbekommen? Wie kann ich endlich schmerzfreie Perioden, gesunden Zyklus und wie kann ich endlich gut schlafen? Und das hat mich auf einen Weg gebracht, wo ich dann, wo ich viele Sachen gelernt habe, wo ich viele tolle Kräuter kennengelernt habe und viele tolle Methoden kennengelernt habe, bis ich aber auch zu dem Punkt gekommen bin, und das ist noch gar nicht so lange her, es geht eigentlich nicht ums Weg haben, sondern mit dem Sein und mit dem auch schauen, was sagt es mir. Und das war wirklich, glaube ich, so der Schlüssel. Und da auf dem Weg war auch zu erkennen, okay, was ist es, was ist eigentlich die Ursache und wirklich was. Ich habe so langsam gelernt, meinen Körper zu verstehen und seine Sprache zu verstehen. Und das hat echt Entspannung gebracht. Und so zwei wesentliche Sachen, meinen Körper oder mich selber zu verstehen oder mehrere viele wesentliche Sachen. Aber das eine war wirklich meinen Zyklus wahrzunehmen und zu verstehen, was die unterschiedlichen Phasen in meinem Zyklus auch bedeuten, was ich da brauche. Das andere war wirklich auch das mein Trauma verstehen, zu verstehen, was ist da eigentlich, was mich belastet, was mich nicht schlafen lässt, da einen Zusammenhang zu finden. Und das war, da merke ich jetzt, wie sich das da was in mir entspannt, weil ich merke, das hat viel Entspannung gebracht, einfach zu wissen, was ist es und wie kann ich daran arbeiten. Und genau, und was mir einfach unglaublich hilft, ist auch das Yoga Nidra. Ich liebe ganz tiefgehende Meditation, die einfach wirklich auftanken hilft. Die hilft wirklich, das Energielevel wieder zu, wenn man eine Nacht oder 10 Nächte nicht mehr geschlafen hat, das Energielevel einfach zu halten und nicht, und jetzt einfach total wie mit einem Hangover durchs Leben zu gehen, sondern mit mehr Energie und mit Kraft und auch mit der Verbindung zu mir selber. Und das bringt es mich auch. Es bringt mich wieder zurück zu mir, zu meiner Wahrheit und zu dem, was ich eigentlich weiß. Und genau, darum geht es eigentlich, dahin zu kommen, was weiß ich eigentlich schon darüber, was ich brauche und was ich bin und was ich sein möchte. Ja. Also mein Startpunkt, oder wo ich mich auf den Weg gemacht habe, waren zuerst meine körperlichen Beschwerden. Meine körperlichen Beschwerden, weil ich einfach leidenschaftlich gern Fußball gespielt habe und mir diese körperlichen Beschwerden einfach einen Strich durch die Rechnung gemacht haben. Und
ich da dann so langsam, langsam angefangen habe zu schauen, wie, wo, weshalb habe ich diese körperlichen Beschwerden. Das ist so ein Aspekt. Und der andere Aspekt ist so ein inneres Bedürfnis nach Ruhe, wo ich merke, ich brauche Ruhe. So, das sind so zwei Sachen, die da waren. Eines meiner Aha-Erlebnisse war dann eben auch zu verstehen, Achtung, meine Entscheidungen sind zu 90% keine Entscheidungen, die aus einem freien, erwachsenen Willen entstehen, sondern aus einem konditionierten, traumatisierten Kind, würde ich sagen. Mein Weg zum Aufdanken geht in erster Linie auch über die gewaltfreie Kommunikation, weil über die gewaltfreie Kommunikation habe ich in erster Linie gelernt, Selbstverantwortung zu übernehmen. Selbstverantwortung zu übernehmen für meine Handlungen und für meine Entscheidungen. Und das auch täglich und in jedem Gedankengang auch so zu äußern und zu sagen und zu kultivieren. Das heißt, dass es nicht nur eine imaginäre Idee ist, Selbstverantwortung zu tragen, sondern dass das ein täglicher Prozess ist, wo ich mich immer wieder erinnere, ich bin in der Selbstverantwortung. Und das hat mir ursprünglich extrem viel Kraft gegeben und hat mich stabilisiert. Parallel arbeite ich auch ganz viel mit dem Körper, das heißt, wie tanke ich auch auf, eben mit allen Sinnen, das heißt, nicht nur im Kopf, über die Sprache, sondern auch mit dem Körper. Und da verwende ich halt zurzeit kaltes Wasser, Natur, barfuß gehen. Das sind so für mich Quellen, mit denen ich auftanke, mit denen ich regeneriere. Also unsere Einladung wäre ja, dass die Leute sich entscheiden, gleich für 3 Monate das zu testen und für sich den Raum auch zu reservieren, also den für sich selbst für 3 Monate zu reservieren und zu sagen, ja, alle 2 Wochen nehme ich mir Zeit von 17.30 Uhr bis 19 Uhr. Und wir, ich denke mal, alle haben ja diese Idee, den Menschen selbst dahin zu bringen, was für ihn ein Auftanken ist. Deswegen sind wir ja auch zu viert. Und ihr habt ja gemerkt, wie verschieden die Wege dahin sind oder wer das wie macht für sich. Und ihr könntet das quasi auch testen in der Zeit. Es braucht eine gewisse Ausdauer und es braucht eine gewisse Disziplin. Und etwas ganz, ganz Wichtiges für mich ist zu erkennen, wie kann ich mir einen Rahmen geben, dass ich überhaupt kontinuierlich dranbleiben kann. Und diese Möglichkeit ist durch unser Angebot gegeben, dass du dir einfach verbindlich die Zeit nimmst, dran zu bleiben. Und auch so ein bisschen für dich experimentierst, was könnte ein guter Weg für dich sein, aufzutanken. Geht es mehr mit dem Körper? Brauchst du mehr Natur? Brauchst du mehr Verbundenheit über die Sprache? Kann dir eine Meditation helfen oder was auch immer. Ja, und ich glaube, eben sich verbindlich anzumelden zu so einem Angebot, das hilft einfach, eben wie Alexander gesagt hat, dran zu bleiben. Und weil da einfach Menschen sind, mit denen man sich gegenüber irgendwo auch verpflichtet, weil es so schwer ist, sich selbst gegenüber sich zu verpflichten. Und ich glaube, davon können wir alle ein Lied singen, wie schwer das ist, alleine den Weg zu gehen und alleine dran zu bleiben. Und wenn man da Leute hat, mit denen man, die einfach auch da sind, die sich auch diese Verpflichtungen geben und die auch die Freude daran haben, das ist ja auch die Freude, dann die anderen wiederzusehen. Und das hilft eigentlich ungemein. Und ich glaube, die Erfahrung haben wir alle auch gemacht und wünsche ich dir auch. Und bei diesem Angebot ist auch die Idee, dass wir Dinge auch üben.
Ja, wie kann ich das für mich umsetzen? Wie kann ich das in meinen Alltag realisieren? Und die Gruppe hilft mir und unterstützt mich. Das heißt, wenn ihr diesen Raum bucht, dann helfe ich euch mit meiner Umsetzungskraft auch dran zu bleiben.